Was geht, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Typhoon. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, stehen wir kurz vor dem Release von Skull and Bones. Angeteasert hat Ubisoft das Ganze schon auf diversen Social Media Kanälen, unter anderem X, Instagram etc. Und wie der ein oder andere wahrscheinlich schon längst mitbekommen hat, stehen wir auch gerade vor einer Open Beta. Diese Open Beta steht in Europa allen zur Verfügung, die auf einer PS5, einer Xbox Series XS oder auf dem PC spielen. Da es wie gesagt Open ist, kann jeder einfach darauf zugreifen und jeder das Spiel einfach mal antesten, probieren etc. oder sich schon mal noch weiter drauf hypen. Im Vergleich zu den Closed Betas davor wird es noch mehr Inhalt geben, wie zum Beispiel die East Indies, also die Möglichkeit nach Indien zu reisen, da man in der Closed Beta nur die Küste von Afrika und die Red Isle erkunden konnte. Meiner Meinung nach wird es auch noch mehr Inhalte geben, also für ein Spieler, das frei zum Erkaufen steht, sowie ein weiteres Schiffsupgrades etc., da man in der Closed Beta nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten gehabt hat. Dieses Video ist eine kurze Anmerkung, sage ich mal, die sich nur an die Open Beta und diese kurze Testphase von Skull & Bones, sage ich mal, noch richtet. Und das wäre nochmal so eine Ankündigung meinerseits, um zu sagen, ja, ich bin da und ich mache Skull & Bones. Aufgrund dessen, dass ich mir die Premium Edition schon geholt habe, schon längst, als sie gerade rausgekommen ist, habe ich die Möglichkeit, das Spiel auch nochmal 3 Tage vor dem eigentlichen offiziellen Release, also für alle, da habe ich aber eben, wie gesagt, die Möglichkeit, das anzutesten und zu zocken. Und was hat sich eigentlich noch so um Skull & Bones getan? Auf diese Frage wird man schnell eine ganz einfache Antwort bekommen. Ubisoft hat zum Beispiel schon die Year One Roadmap geteilt, sowie einen Endgame Gameplay Trailer gezeigt. Kommen wir erstmal zu dem Year One Roadmap Teil. Und zwar wurde da veröffentlicht, was für Content eben ansteht, halt eben für die weiteren Verläufe von Skull & Bones. Da konnte man unter anderem sehen, dass es unterschiedliche Kapitäne geben wird, also zu jeder vierten, also zwar jeder einzelnen der 4 Saisons. Sowie, dass das Spiel immer neue Inhalte bekommen wird, so wie zum Beispiel neue Mobs, also die man bekämpfen kann, dann neue Schiffserweiterungen, also die Möbel, die man fürs Schiff bekommen kann, neue Bewaffnungen etc. Dieses Foto von der Year One Roadmap zu Skull & Bones wurde nochmal mit einem Endgame Gameplay Trailer ergänzt. In dem wurde gezeigt, wie das Endgame circa von Skull & Bones ausschauen soll, und soweit ich von der Closed Beta berichten kann, sind wir da ziemlich akkurat dabei. Man beschäftigt sich halt im Endgame mehr oder weniger dann nur noch damit, das Schiff weiterhin abzugraden, weil jede Saison kommen ja neue Teile, und man schaut halt eben, dass man weiterhin seinen Ruhm und das Ganze ausbaut, da es wie gesagt eine Season geben wird, wo man sich da Belohnungen erspielen kann, also so ähnlich wie in Sea of Thieves die Ränge von den einzelnen Fraktionen, die man hat. Ich bin wie gesagt ziemlich gehypt auf das Ganze. Ich hatte auch eigentlich ein Video geplant, schon für letzte Woche Mittwoch. Da hatte ich aber dann Probleme mit dem Copyright, da war ich mir dann unsicher, und bevor ich dann in Probleme rutsche, habe ich mir gedacht, nein, ich lasse es lieber und mache dann einmal so eine kurze Ankündigung kurz vorm Release. Das ist ja auch noch passend getroffen, da die Closed Beta eben noch ansteht. Vom Stand der Aufnahme jetzt gerade befinde ich mich 3 Tage noch von der Closed Beta entfernt, also heute habe ich jetzt den 5., an dem ich das aufnehme. Wenn ihr aber das Video seht, wisst Bescheid, dass am nächsten Tag, wie gesagt, die Skull & Bones Open Beta dann startet. Die Möglichkeit zum Preload habt ihr schon am 6. Februar. Und das würde ich euch dringend empfehlen, einmal reinschnuppern in das Spiel. Also jeder, der wie gesagt eine der neuen Konsolengenerationen oder einen PC hat, sollte sich das Spiel einmal unbedingt anschauen. Ich finde, das ist eine Nische, die von keinem Entwickler bisher gut gefüllt wurde oder überhaupt getroffen wurde. Deshalb finde ich, dass Ubisoft da eine sehr gute Sache macht. Ich überlege mir noch, wie gesagt, andere Projekte, die ich neben Skull & Bones anschließen könnte. Aber ich glaube, bei Skull & Bones wird es größtenteils bleiben, da diesen Kanal jetzt extra dafür aufgebaut wurde von mir. Und diese Schiene würde ich gerne weiterfahren wollen. Das wäre es jetzt von mir und meiner Seite von diesen kurzen Ankündigungen etc. Ich hoffe, ich kann jemanden von euch da draußen antreffen in der Beta und wahrscheinlich nochmal gemeinsam zocken. Und ein Stream auf Twitch ist ebenfalls in Planung zur Open Beta. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Euer Typhoon. Ciao.